Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Der dicke Igel aus Hack, hier im Mittelalter. Ich wünsche euch eine schöne Folge und damit let's go. Wir sind ja am letzten Tag im Winter. Haben wir noch irgendwas auf den Federn zu tun? Ich habe heute wieder einen Frosch im Hals. Ihr merkt das schon, ihr hört das, ne? Also irgendwie lässt mich diese Erkältung auch nicht los, ne? Seit ich Corona hatte, bin ich irgendwie durchgängig angeschlagen. Ist nicht gut. So, Weizen wächst, das ist gedüngt. Eigentlich alles gemacht, so wie es aussieht. So auf den ersten Blick hier. Ist schon mal schön. Wie sieht es beim Kalkstein aus? Haben wir wieder 15. Na gut, das ist aber jetzt nicht so viel. Ich mache nochmal Dünger, weil wir brauchen zwar gerade keinen Dünger, aber irgendwann werden wir sehr viel Dünger gebrauchen können. Das ist auch nochmal so ein Projekt, ne? Endlich einen Fischer in die Fischerhütte zu setzen. Haben wir zufällig jemanden, der bei Fischen 3 hat? Das Kind, Broslav, hat einfach überall 3. Überall. Ihr Tierzüchter. Kotzebohr. Kotzebohr? Ja, geil. Du hast da eine 3 auf jeden Fall. Ed Burger hat da auch eine 3. Das ist aber zurzeit noch Mutter. Das ist auch ein sehr unterrepräsentierter Skill, ne? Baklava, meine Tochter, hat übrigens als Startwert in Produktion eine 4. Ja, geil. Die hat aber auch eine 3. Ja, beschäftige ich mich irgendwann später mit, dass wir da auch Fisch bekommen. Es tut einfach nicht Not. Wisst ihr, was ich meine? Also klar, irgendwann wäre es halt cool, wenn man so divers wie möglich aufgestellt sind, was das Essen angeht. Weil das einfach auch auf die Stimmung drückt, der Bewohner, dass wir jetzt maximale Kohlsuppe rausrücken hier. Wir könnten Fladenbrot freischalten, ne? Fladenbrot mit Zwiebeln. Bräuchten wir Mehl, Wasser und Zwiebeln. Also ich schalte mir das schon mal frei. Irgendwann werden wir das machen mit unseren Zwiebeln. Dann haben wir das erste Brot, sag ich mal. Ich find's halt sehr, sehr schlecht, dass im Mittelalter einfach Brot zum Endgame gehört. Man da sehr, sehr viel für tun muss, sehr viel Technologiepunkte sammeln muss, um ein fucking Brot zu backen. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber es nervt mich ein bisschen. So, 40 Dünger. Wie viel Dünger haben wir gerade? 155. Ja, easy peasy. Vielleicht gucke ich doch schon mal. Wo könnten wir das Hopfenfeld hinsetzen? Und ich werde vielleicht da oben mich mal ein bisschen um die Häuser kümmern. Einfach, damit die hier so ein bisschen so das Flair kriegen von denen hier unten, ne? So. Alter, heute ist wirklich schlimm. Entschuldigung. Einfacher Holzgartenzaun. Kostet einfach 1000. Aber will ich mal ausprobieren. Ganz ehrlich, den will ich mal ausprobieren. Der sieht schon geil aus. So, hier hinten ziehen wir das mal durch. Das rahmen wir richtig schön ein hier. Da brauche ich echt viele Bretter für, ne? Das wird krass. Okay. Hier so einen schönen großen Zaun drumherum um die Grundstücke. Das hier drin werde ich dann auch noch dekorieren. Das kriegen wir auch noch hin, dass das schön aussieht. Und hier würde ich nochmal einen Weg lang setzen, der jetzt hier hinter dem Zaun lang geht. So ein bisschen am Zaun entlang. Und dann wäre, glaube ich, das hier oben plan genug, um hier Hopfen zu bauen. Wisst ihr, was ich meine? I'm thirsty. Wäre, glaube ich, ganz gut. Aber ich muss was trinken. Ich trinke mal hier kurz an dem Wasserfall.
6 Bretter braucht. Okay. Das wird interessant. Ja, ich muss den Weg hier nochmal abreißen. Damit das so wird, wie ich mir das vorstelle. Okay. Ich will natürlich auch so ein bisschen Hang. So ein bisschen Hang will ich haben, ne? Hang ist immer gut. Jetzt könnte man hier so arbeiten. Ist natürlich auch ein bisschen schräg. Wir haben noch eine Eisenaxt, ne? Wir müssen mal hier zum ersten Mal seit 17 Folgen hier wieder einen Baum fällen. Haben wir noch eine Schaufel? Können wir eine herstellen? Ja, können wir. Aus 2 Holzstämmen, die wir eben gerade geerntet haben. Top. Auf die 5. Und graben wir mal das Ding aus hier. Schöne große Plantage. Okay, das ist das Größte, was wir machen können. Aber das ist doch okay. Das ist doch okay. Das ist genau die Größe, die ich mir vorgestellt habe für Hopfen. So. Können wir jetzt hier noch einen Weg lang führen. Muss halt hier nur umgegraben werden. Hier oben würde sich dann vielleicht ein Feldschuppen lohnen mit einer Person. Kann ich den hier so an den Hang bauen? Natürlich nicht. Aber hier so hin. Nur so schräg, ne? Jetzt sind erstmal hier hin. Und ja, ich gehe erstmal pennen, weil das wird hier sonst zu dunkel. Ich sehe ja gar nichts mehr. So, wir haben Frühling. Have you ever done any quest for the king? Oh, wir hatten eine Quest im Winter angenommen im Dorf. Bier trinken, ne? Bierzeit. Hat er gerade als fehlgeschlagen. Hello, husband. Naja. So, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Könntest du dieses Geld zum Kastellan bringen, um unsere Steuern zu zahlen? 4.935 Münzen. Digga. Goodbye. Aber wir haben zumindest schon mal Steuern gezahlt. Sehr gut. Wir haben früher... Oh, lol. Die Kirschbäume, ne? Sehr, sehr schön. Sehr schön. Sehr nice aus. So, ich guck schon mal, was ich an Brettern jetzt hier hoch mitnehmen kann, damit ich nicht 5-mal laufen muss. Holzstämme regenerieren sich langsam, ne? Wird langsam wieder. Oh, Edsburga kann wieder arbeiten. Schön, schön, schön. Sie hat ja eine 3 in Fischen. Wird sie jetzt einfach mal übergangsweise in die Fischerhütte verbannen. So. Dann gucken wir uns gleich mal die Häuser an. Ist irgendwo... Ja, hier haben wir ein Haus, wo was kaputt ist. Repariere ich aber später. Schweinestall ist schon wieder kaputt. Die Küche ist kaputt. Ja. Und
bisschen was repariert werden, ne? So, wo ist jetzt die Fischerhütte? Da. Auch Fischerspeer und ein Messer. Haben wir, glaube ich, alles da. Getrocknetes Fischfilet, Fischfilet, Fischfilet mal 4, Fischfilet mal 7, verstehe ich nicht. Achso, da brauchen wir Fische für. Okay. Na dann, jag doch mal Hechte. Wo auch immer du da einen Hecht herhaben willst. Prozent und dann hier machen wir 40%. Okay. Have fun. Oh. Habt ihr gemerkt, dass wir ein Update hatten? Mit Eagle Dynasty? Guckt mal da oben links, wie das jetzt aussieht. Cool, hä? So. Fischerhütte hat kein Werkzeug. Fischbeere. Habe ich nicht Fischbeere im Inventar, im Lager gehabt? Keine Ahnung. Gucken wir uns nachher nochmal an. Jetzt will ich erstmal ein bisschen einen Zaun bauen. Das Ding versetze ich hier nochmal in den Feldschuppen. Der gefällt mir da nicht. Aber der Zaun gefällt mir schon sehr, sehr viel besser als die anderen. Hat sich gelohnt, 1000 Münzen für Schemata auszugeben. So High-End wäre jetzt noch ein Lager hier oben, ne? Das wäre wirklich gut. Wenn das Ding jetzt hier anfängt. Bis hierhin geht. Dann hätte ich gern hier einen Weg. Am Hopfenfeld entlang. Bis hier. Machen wir eine kleine T-Kreuzung. Schön, schön. Und dann würde ich vielleicht irgendwie hier so den Feldschuppen hinsetzen. Oder da. Dahin. Ah, da ist gut. Da ist besser. Dann haben wir nämlich noch eine Option, hier auch noch was hinzusetzen an Dings. Bums. Seit ich das Wort Dings kenne, kann ich alles beschreiben. Ihr wisst, was ich meine. Hopfen, Mann. Als Hacke brauche ich einen Stamm für, ne? Fäll hier mal kurz einen Baum. Also Eisenaxt ist wirklich top. Von der Haltbarkeit her, und man braucht irgendwie 2-3 Schläge, um so eine Kiefer zu fällen. Also mir gefällt das Oberdorf hier oben wesentlich besser als da hinten. Weil da hinten, ich glaube, ich reiß die Häuser nochmal weg. Da hinten ist nämlich das Problem, dass die hier den Weg nehmen. Und hier hinten lang laufen, bis die hier unten wieder im Dorf sind. Und da brauchen die ewig für. Und hier laufen die einfach hier runter und laufen unten ins Dorf. Wenn sie nicht den Weg hier über die Steine nehmen oder so. Habe ich auch schon gesehen. Okay, Hopfenfeld ist angelegt. Müssen wir jetzt nur noch sehen. Das mache ich auch mal gleich. Ich glaube nicht, dass ich genug Hopfen habe. Aber vielleicht ja doch. Ich guck mal ganz kurz, was brauchen wir denn, um Fischerspeere herzustellen? Holzwerkzeuge? Nee. Steinwaffen? Nee. Steinwerkzeuge? Fischerspeer, Stein, Holz, Leinengarn. So, Holzstamm. 30. Leinengarn. Nehmen wir auch mal 30.
Und ein Stein. 14 Fischerspeere. Naja, das soll sehr wohl eine Weile reichen. 28 Fischerspeere? Hä? Machen wir mal 2 pro Durchgang? Das ist ja interessant. Ja. Also, dann reicht das wirklich eine Weile. Was wollte ich eigentlich machen? Hopfensetzlinge, ne? Ach so, wir haben ja wieder Frühjahr. Ich guck mal ganz kurz auf die Felder. Kleiner Kontrollblick und so. Ob jeder was macht. Zwiebeln sind ausgesät. Sehr gut, top. Flachs wird ausgesät. Schön. Roggen kann gesenzt werden. Hafer wird ausgesät. Karotten wachsen. Kohlfeld ist noch unausgesät. Und Weizen hat die zweite Stufe des Wachstums erreicht. Mohn wird ausgesät. Und wir sind noch am ersten Tag. Also, das läuft sehr gut mit denen da. Die schaffen alles. 30% Hecht heißt 0,85 pro Tag. Digga. Schraub das mal hoch. 1,13 pro Tag. Ja klar, also so ein Hecht ist natürlich also groß und selten. Und schwer aus dem Wasser zu ziehen. So, Hopfen 26 Stück. Ja, schön. Ich finde auch den Style von Hopfen, also wie das aussieht, sehr, sehr schön. Müssen wir auf jeden Fall noch einen Zaun drumherum ziehen, um das Feld, damit hier die Diebe es etwas schwerer haben. Na, die Hälfte des Feldes kriegen wir damit auf jeden Fall gesät. Mit den 26. Etwas mehr sogar noch als die Hälfte. Schön. Welchen Zaun nehmen wir da? Irgendwie fände ich es cool, wenn da ein richtig hoher Zaun dahinter, also davor wäre. Wir haben den Ferch freigeschaltet. Schön, Leute. Schön. Irgendwie fühle ich den hier. Ich fühle den irgendwie beim Hopfenfeld. Wisst ihr, was ich meine? Hier lass mal offen. Damit man hier reinkommt. Dann hier. Das hier auch zumachen. Lass ich mal noch. Hier machen wir mal einen anderen Zaun hin. Hier arbeite ich nochmal mit dem einfachen Gatterzaun. Ja, finde ich gut. Das wird super. So, wir haben schon wieder Problem. Warte mal, Technologie. Erstmal gucken wir mal. Wir haben den Ferch freigeschaltet. Das heißt, wir könnten uns in der nächsten Folge, die nächste Folge könnte die große Schaffolge werden. Wo wir einen Ferch bauen, ein Gatter und dann Schafe kaufen. Können wir ja drüben im Flussdorf, die haben ja Schafe. Haben die Schafe? Oder nur Ziegen? Bin ich mir jetzt unsicher? Nee, ich glaube, die haben Schafe. Boah, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall brauche ich hier sehr, sehr viel Baumaterial. ich glaube, ich repariere erstmal die ganzen Schuppen und Häuser, die hier teilweise kaputt sind.
haben kein Stroh. Das ist. Und keine Stöcke. Oh lol. Genau das, was wir brauchen, haben wir nicht. Schön. Weinstein hat zwei Wände, die repariert werden müssen. Drei! Ist ja alles kaputt. Sammle ich gleich auch nochmal Dung ein, wenn ich schon mal hier bin. So. Welche Häuser sind jetzt noch kaputt? Einfaches Haus. Ach, da. Da oben? Okay, da ist ein einfaches Haus kaputt. Hütte hat keine Ressourcen. Ja. Mieder auch nicht. Ja, die brauchen Stöcker, ne? Oben ist ein einfaches Haus kaputt. Ich würde jetzt mal tippen auf das Strohdach. Da haben wir noch Strohdächer da oben. Ich glaube nicht, dass das Holz kaputt ist. Ja, Strohdach ist kaputt. Ja, dann muss ich nochmal Stroh pflücken. Tja. Okay, jetzt müsste kein Haus mehr demoliert sein. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Ich habe keinen Bock, dass wir keine Stöcke haben. So, ich werde jetzt mal... Na, der macht nur Holzstämme. Der macht 100 am Tag. Okay, das reicht ja eigentlich. Und hier werden einfach nochmal 30 produziert. Ja, das nehmen wir jetzt weg. Wir machen alles auf Stöcke. Im zweiten Holzfällerschuppen. Weil wir einfach Stöcke brauchen, um Werkzeug herzustellen. In der Schmiede. Und auch so brauchen wir öfter mal Stöcke, um halt Stöcke zu haben. Wird, glaube ich, wieder eine kürzere Folge, weil ich wieder sehr, sehr viel baue. Und ich dann auch nicht so viel quatsche. Ne? Auch nicht so viel zeigen kann. Höchstens, wenn es dann fertig gebaut ist. So, ich habe mal ein bisschen weiter gebaut am Zaun. Aber ich bin jetzt auch am Ende mit meinen Baumaterialien schon wieder. Ich werde erstmal pennen gehen. Und dann gucken wir uns das nochmal am nächsten Tag an. Okay. Bevor wir uns das jetzt nochmal angucken, gehe ich nochmal auf die Felder und schaue mir die nochmal an. Zwiebeln sind komplett ausgesät, ne? Ja. Flachs ist bis auf zwei Felder komplett ausgesät. Roggen wird gesenzt, gedüngt und umgegraben. Schön. Kohl ist noch nicht ausgesät. Wird der im Frühjahr ausgesät? Ich bin mir gar nicht sicher. Hafer ist ausgesät. Komplett. Und Mohn ist komplett ausgesät. Läuft. Läuft mit euch hier. Machen wir mal schnell noch Kaki. Der Kaki-Mann ist am Start. So, jetzt könnten wir noch mal gucken, ob was dazu kam, was Holzstämme angeht. 22 Stück. Ist nicht so wild. Ach Mann. Ja, ich glaube, wir müssen das Bauprojekt Hopfenfeld erstmal hinten anstellen. Weil wir brauchen ja jetzt demnächst auch für die nächste Folge sehr viel Holz, um den Ferch zu bauen. Und das Gatter. Kohle haben wir auch noch kaum, also Schafe kaufen, schwierig. Also das müssen wir alles irgendwie in der nächsten Folge handeln. Deswegen
würde ich hier erstmal aufhören mit dem Bauprojekt. So. Reicht ja erstmal, ne? Wir haben die Hälfte des Feldes mit Hopfen gepflanzt. Wir haben uns ein bisschen um den Zaun hier gekümmert. Gefällt mir übrigens sehr gut, dass wir zwei Seiten mit dem machen und zwei Seiten mit dem. Hier kann man von unten schön den Hopfen sehen. Und von hier oben ist es einfach ein bisschen so... Vielleicht ist das so ein Schutz gegen Nordostwind. Wisst ihr, was ich meine? Der böse Nordostwind. Wer kennt ihn nicht? Der einem den ganzen Hopfen wegweht. Und dagegen haben wir jetzt natürlich eine schöne Mauer gebaut, die allem standhält, was Wind angeht und so. Sehr massiv. Falls irgendwie ein Nordost-Tornado kommt oder sowas, sind wir auch gegen den gewappnet. Und das Fundament vom Feldschuppen kann ich ja schon mal bauen. Hier. Kommt der Feldschuppen hin, die können hier gleich arbeiten. Ja. Schön. Ja, ich würde sagen, war eine kurze Folge, aber so ein bisschen vorbereitend für andere Projekte haben wir hier oben ein bisschen weitergemacht, ne? Hopfen und so. Ferch haben wir freigeschaltet. Schön. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge mit EA Dynasty. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Je nachdem, wann die Folge schaut, macht's gut und bis dann. Ciao.